Herzlich willkommen auf Slevin Streamt Sport. Heute bin ich mit einem ganz besonderen Video, denn ich verlose ein Spiel und zwar Tour de France 2024. Hier sind wir gerade auf der offiziellen Website tourdefrancethegame.com. Hier stehen die ganzen neuen Funktionen. Also natürlich ist die Strecke der Tour de France 2024 mit enthalten. Es sind die ganzen Teams enthalten und es gibt einen neuen spannenden Multiplayer-Modus. Ihr könnt das Ganze auch im Bundle zusammen mit dem Cycling-Manager holen. Wie gesagt, ich persönlich, während wir uns hier die ganzen Partner anschauen, bin ein großer Fan des Cycling-Managers. Das Spiel Tour de France habe ich letztes Jahr auch gespielt. Da gibt es auch Videos von mir auf meinem Kanal. Aber ich persönlich bin lieber der Manager. Hier sehen wir nochmal die Systemanforderungen für das Spiel Tour de France 2024. Also, wenn ihr das Spiel haben wollt, dann könnt ihr hier am Gewinnspiel teilnehmen. Wir schauen uns gleich nochmal die Website an auf Steam. Aber ganz kurz zu den Bedingungen, wie ihr hier teilnehmen könnt. Ganz einfach, schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Kommt dann auf meinen Discord, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und schreibt mir dann eine private Nachricht mit eurem Username bei YouTube. Nur dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Also erstens Kommentar unter dieses Video, zweitens auf meinen Discord kommen, drittens mir eine private Nachricht schicken, dann nehmt ihr an diesem Gewinnspiel teil. Ich verlose zwei Ausgaben, also zweimal Tour de France 2024 an zwei verschiedene Personen natürlich und das Ganze wird jetzt dauern eine Woche. Ich würde sagen, nächsten Samstag werde ich das Ganze auslosen. Hier auf Steam kriegt ihr nochmal einige Informationen. Aber damit ihr auch ein wirkliches Gefühl für das Spiel bekommt, schauen wir uns jetzt einfach mal die Trailer an. Da gibt es nämlich gleich drei davon. We were at maximum intensity. I could see that our opponents were tired. Their expressions said a lot about their condition. Despite everything, I knew I had to dig deep into my reserves to face this final climb and win. I took the opportunity to launch my attack. I needed to outclass my opponents. My legs were burning, but to beat them, I couldn't ease off. After so many races and sacrifices, this was my moment to shine. I managed to open a gap and extend my lead over my rivals.
From race to race, I had felt myself improving. I was getting better and better with each new day, and I was dreaming of reaching the line in the lead for the first time. This win could be the key to opening lots of doors. I was hoping to join forces and recruit some top Peloton riders. A win can take you to a whole new level. I pedaled and pedaled and pedaled until my legs no longer worked. But victory was mine. After this last push and so many hours training, I could finally raise my arms for the first time at the finish line. Pour tout difficile au monde, le rêve brille.